Endlich ist Diablo 3 auf den neuen Konsolen erschienen. In Diablo 3 dreht sich am Anfang alles um einen Meteor, der vom Himmel stürzt und die Toten wieder zum Leben erweckt. So machen sich 1 bis 4 Helden auf, dem Ganzen auf den Grund zu gehen, um bestenfalls zu stoppen. Doch hinter allem steckt noch viel mehr und so entspannt sich eine Story, die sich inklusive dem Add-on über 5 Akte zieht. Dabei schnetzelt man sich in bester Diablo-Manier durch Horden von Gegnern. Dazu kann aus 6 verschiedenen Charakteren gewählt werden. 3 Nahkämpfer und 3 Fernkämpfer sind dabei. Die Nahkämpfer sind zum einen der Barbar, dem zwar Magie fremd ist, seine Nahkampfangriffe aber sehr viel Schaden machen und er sich förmlich durch Horden von Gegnern schnetzelt. Dann gibt es den Kreuzritter. Das ist eine Klasse, die durch das Add-on hinzugefügt wurde und auf starke Schildangriffe in Kombination mit Heil- und Buff-Zauber setzt. Der letzte Nahkämpfer ist der Mönch, der durch spezielle Chi-Angriffe verheerenden Flächenschaden anrichten kann und besonders geschickt Kombos aneinander reiht. Der Dämonenjäger gehört zu den Fernkämpfern im Spiel und ist sehr geschickt mit Bögen und Armbrüsten. Außerdem beherrscht er einige Tricks, um zum Beispiel Gegner zu verlangsamen und sich so vom Leib zu halten. Der Hexendoktor kommt dem Druiden aus dem zweiten Teil sehr nahe und verlässt sich in erster Linie auf seine Beschwörungskünste. Er ruft gerne Wesen herbei, die ihn im Kampf unterstützen. Last but not least gibt es den klassischen Magier, der diverse Zauber auf Lager hat, um den Horden von Untoten Herr zu werden. Vom Eisstrahl bis zum klassischen Feuerball ist alles dabei. Das Level Cap ist durch die Erweiterung von 60 auf 70 Level angehoben worden. Zusätzlich gibt es in den Konsolenfassungen seit jeher eine höhere Drop Rate und so lassen sich auch höherstufige Charaktere noch weiter optimieren. Das Skill- und Level-System hebt sich deutlich vom Vorgänger ab. Man schaltet je nach Stufe automatisch neue Fähigkeiten frei, die in Kombination miteinander viel Raum zum Optimieren des eigenen Charakters lassen. Die zusätzlichen Paragon-Level helfen die Figur weiter zu spezialisieren. Für Multiplayer-Fans gibt es einen Online-Modus für bis zu 4 Spieler und zusätzliche Schwierigkeitsgrade, um die Langzeitmotivation hochzuhalten. Auf der technischen Seite gibt es nichts zu meckern. Das Spiel ist gut auf die Xbox One und die PS4 umgesetzt worden. Die Grafik läuft knackscharf in 1080p und flüssigen 60 Frames per Second. Die Slowdowns der Last-Gen-Konsolen sind verschwunden und der Soundtrack ist immer noch sehr stimmungsvoll. Der einzige Makel an der ganzen Sache ist, dass Spieler, die bereits Diablo 3 auf den Last-Gen-Konsolen besitzen, noch einmal knapp 40 Euro berappen müssen, nur um ein extra Kapitel zu spielen. Ein wenig happig, wie wir finden. Ein optionaler DLC, der das Grundspiel ergänzt hätte, wäre sinnvoll gewesen. Abschließend lässt sich sagen, dass die Diablo 3 Ultimate Evil Edition ein Muss für alle Konsolenbesitzer ist. Es ist definitiv eines der absoluten Highlights des Jahres und immer für eine Runde gut.